Wie dreist ist dieser Typ eigentlich? Wie dreist ist dieser Typ? Heute sind wir mal wieder undercover auf meinem Server unterwegs und heute schauen wir uns mal wieder ein Grundstück an, was ziemlich oft von euch reported wurde. Und zwar ist das hier ein Shop. Und ich habe ihn mir bis jetzt noch nicht angeschaut. Auf jeden Fall hat er einen Beacon-Rand hier am Start. Und Beacon, das ist hier alles ziemlich luxuriös auf jeden Fall eingerichtet. Kann man nicht anders sagen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall heute mal herausfinden, warum dieses Grundstück bzw. dieser Shop so oft gemeldet wurde. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, also hier unten wohnt er anscheinend. Okay. Also er wohnt auf jeden Fall nicht schlecht. Ein Tisch aus Gold hat er. Sogar die Sitzbank hier aus Gold. Ein paar Dias, Emeralds. Also sein Shop muss auf jeden Fall ganz gut laufen. Das kann nicht anders sein. Hier draußen auch auf jeden Fall ein Pool am Start. Also das läuft auf jeden Fall. Hier hinten noch irgendwas Interessantes? Nee. Okay. Hier ist dann nur sein Garten. Okay. Und, okay. Hier geht's noch hoch. Und, okay. Hier ist sein Shop. Gucken wir uns doch mal an. Was? Ein Stein für 100 Euro. Ein Stein. Okay, also ein Stein für 100 Euro, das ist ein bisschen übertrieben, oder was meint ihr? Okay, hier gibt es dann 5. Ach so, okay, das ist Andesit, aber 250. Mein Gott, was haben wir denn hier für einen überteuerten Shop gefunden? Nein. Nein, das ist die Höhe. Erde für 100 Euro, was? Stone? Für 100 Euro? Hauptsache, Cobblestone kostet genauso viel wie ein Emerald-Block für 5.000, ein Diamant-Block für 4.000. Nur damit ihr mal Bescheid wisst, ein Diamant-Block ist so ungefähr, also so 200 Euro, 400 Euro wäre auch noch okay, aber 4.000? Okay, ich verstehe auf jeden Fall, warum das Grundstück so oft gemeldet wurde. Wisst ihr was, ich kaufe hier mal ein bisschen ein, damit der Shop-Besitzer mal ein bisschen... Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Ich habe wieder gesneakt aus Versehen und ich habe gerade aus Versehen stackweise diese Dia-Blöcke gekauft. Okay, das sollte eigentlich reichen. Oh, er schreibt uns sogar direkt. Also Ziel auf jeden Fall erreicht, dass er uns Aufmerksamkeit schenkt. Wow, nicht schlecht. Danke für den riesen Einkauf. Du, kein Problem. Bei solchen Spitzenpreisen schlägt man doch gerne zu. Habe ein Angebot für dich. Hast du Interesse an einem Drachenei? Ist ein mystisches Item ein Drachenei? Oha. Also Dracheneier sind auf jeden Fall echt selten. Wisst ihr was? Da schlagen wir doch einfach mal direkt zu. Ich mach aber einen guten Preis. Okay. Wie viel? Sagen wir 10.000, weil du es bist. Oha. 10.000 für ein Drachenei ist echt ein guter Preis. Der geht normalerweise so für 50 weg, ein Drachenei. Du hast schon gut was gekauft. Ja klar, Mann. Da schlag ich auf jeden Fall zu. Das Ding ist, das Grundstück hier wurde jetzt ja gemeldet. Bis jetzt habe ich hier halt noch nichts Verbotenes gesehen, weil, also es ist nicht verboten. Jeder kann selber entscheiden, für wie viel er seine Items verkauft. Es liegt dann letztendlich an euch. Sucht euch dann den günstigsten Shop einfach raus. Ist natürlich auch so, dass man mal ein bisschen suchen muss. Ist halt so auf einem Wirtschaftsserver. Hilfst mir damit wirklich sehr. Ist gutes Geld. Danke dir. Komm mal mit. Okay, dann kommen wir doch auf jeden Fall, laufen wir ihm doch auf jeden Fall mal hinterher. Ah, hier geht's auch noch runter. Das habe ich gar nicht gesehen. Du bist dir nicht sicher, ob der Verkauf vertrauenswürdig ist? Dann lese die Infotafel dort, vorne an der Wand. Du kannst uns sehr vertrauen. Oh, er schenkt uns jetzt sogar noch mal ein paar Diamanten. Nicht schlecht. Diese beiden Verkaufsräume sind sowohl verifiziert als ordentlich durchgeprüft. Die Leitung bewertet diesen Verkauf mit 1,2. Sehr gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob Devin hier schon mal war oder Nils. Also die Serverleitung quasi. Verkäufer, Käufer. Hier kommt ein gekauftes Item raus.
Okay, also ich weiß ja nicht. Das Grundstück wurde jetzt reported und jetzt landen wir auf einmal wieder in so einem Raum. Okay, payst du die 10k? Slash pay Lord Chivalry 10.000. Okay, hoffen wir mir jetzt mal einfach bitte nichts Böses. Hoffentlich wurde das Grundstück nur reported, wirklich jetzt nur reported für die teuren Preise. Es war doch sowas von klar. Es war doch sowas von klar. Wie dreist ist dieser Typ eigentlich? Wie dreist ist dieser Typ? Wir lassen bei ihm eine Million oder so in Diablöcken. Eine Million. Und dann scammt er sich die einfach wieder zurück und nimmt uns nochmal die 10k weg. Wartet mal. Also, das ist wirklich der dreisteste Scammer, den ich je jemals gesehen habe. Und das ist wirklich keine Übertreibung. Das ist wirklich, das meine ich komplett ernst. Das ist nicht die Möglichkeit. Okay. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ihr wisst, was das bedeutet. Das ist mal wieder Zeit für einen richtig schönen Community Grief. So. Ach, wisst ihr was? Gucken wir mal ganz kurz die Items. Oha, er hat aber echt viele Dracheneier hier. Echt viele Dracheneier. Okay. Nehmen wir da mal ein paar raus auf jeden Fall. Ein paar Dracheneier. Ach, die könnt ihr ja eh nicht abbauen. Stimmt, die könnt ihr eh nicht abbauen. Okay. Aber das ist ja gar kein Problem. Dann bauen wir einfach einmal ganz schnell die Schilder hier ab. Und dann starten wir auch gleich den Community Grief. So, dann natürlich Pre-Trust Sternchen, das hier auch jeder abbauen kann. Und dann werde ich mal den ganzen Leuten hier Bescheid geben. So. Kommt alle zu Lord, nicht Lord, ach, ups, das war der falsche Name. Lord W, so. Machen Community Grief. So, zack. Jetzt kommt der ganze Server mal wieder vorbei. Ich bin gespannt, wie das hier gleich abgeht. Da ist der erste schon und jetzt geht's hier. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich werde jetzt noch hier Lord ihm hier. Lord, wie wird er eigentlich ausgeschrieben? Lord Chivalry. Haha. Ha. Das hast du davon. So. Ach ja. Wie viel Geld hat er eigentlich? Wie viel Geld hat er? Was schreibt er? Was? WTF schreibt er? Alle gehen natürlich hier auf die Kisten. Oh mein Gott. Mein Minecraft laggt schon, weil hier so viele Leute sind. Ach du Kacke, was macht ihr denn hier? Oh. Wenn ihr übrigens auch mal bei sowas mit dabei sein wollt, dann kommt einfach auf den Server vorbei. durchrasten.de. Und wenn ich sowas starte, bekommt ihr eigentlich sofort Bescheid, wenn ihr dann auf dem Server auch seid. Also, tut euch keinen Zwang an, probiert den Server gerne mal aus. Vielleicht ist der ja sogar was für euch. Oh Gott, wie schnell ging das bitte? Wie schnell ging das? Ach du Kacke. Okay, aber wisst ihr was? Wir werden es, ich werde jetzt den Lord, wie heißt er jetzt? Lord Chivalry. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen verarschen. So, ich habe eine richtig gute Idee, wie ich den Typen jetzt verarschen kann nochmal. Seid gespannt auf jeden Fall. Oh mein Gott, das wird lustig. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht disconnected. Ist er noch online? Ja, er ist noch online. Er hat nur geschrieben, was WTF juckt. Er scheint ihn irgendwie gar nicht zu jucken. Wartet mal. Slash Money. Lord Chivalry. 959.000. Okay. Dann würde ich mal sagen, Echo Set. Lord Chivalry. Erstmal auf 0. Damit sein Geld auch auf jeden Fall erstmal auf 0 gesetzt ist. Wenn einer kein Geld verdient hat, dann ist es Lord Chivalry. Okay, ich werde ihn nämlich gleich dahin teleportieren. Und jetzt passt mal auf, was ich hier hinschreibe. Geld von, ich schreibe einfach nur Geld hier hin. Ja, Geld, so. Oh Gott, hoffentlich klappt das. Und jetzt das Wichtigste fehlt noch. Und zwar hier unten, Lava. Set Lava. Okay.
So, und jetzt kommt das Wichtigste. Und zwar, jetzt werde ich vor die Truhe hier Barrieren setzen. Okay, so, zack. Und jetzt, ich hoffe mal, das Ganze funktioniert. Wenn man jetzt hier so lang springt und dann, ja, dann kommt man auf jeden Fall nicht an die Truhe. Und jetzt werde ich ihn mal hierhin teleportieren. Ich hoffe mal, er fällt drauf rein. Denn weiß er nämlich mal, wie sich das anfühlt. TPO hier, Lord Chivalry. Ah, ich muss, ich habe zweimal hier. So, zack. Okay. Oh Gott, er wäre gerade fast reingefallen. Schreiben wir ihm doch mal. Hey, dein Haus kannst du vergessen. Aber ich will mal nicht so sein. Das Geld findest du in der Truhe. Okay. Okay. Warum wirft er denn da Diamanten hin? Warum zur Hölle wirft er da Diamanten hin? Hier. Ich, als Entschuldigung, ich will deine Entschuldigung nicht. Geh jetzt zur Truhe, bevor ich es mir anders überlege. Sag mal, wie viele Diamanten hat er denn noch dabei? Was? Okay, er soll jetzt in die Falle tappen, Mann. Komm. Jetzt schreibt er noch für dich alles. Er ist ja mal mega der Arschkriecher. Hallo. Hörst du auf damit? Er fragt noch, ist mein Haus dann wieder da? Ja, klar. Ja. Oh Gott, ich dachte erst, er sieht die Barrieren, dann hat er es doch gemacht. Oh mein Gott. Schreibt mal alle Hashtag verdient in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass der gute Lord Chivalry das auf jeden Fall verdient hat. Ich schreibe ihm jetzt auch mal, haha, das kommt davon. Was meint ihr? Soll ich ihn jetzt auch noch bannen? Oder hat er genug Strafe bekommen? Ihr entscheidet mal in den Kommentaren. Ab eure Meinung damit in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Ich glaube, wir haben heute mal wieder für ein bisschen Gerechtigkeit auf dem Server gesorgt. Hier, wisst ihr was? P-Delete kann ich jetzt auch einfach machen. Das Grundstück ist komplett verloren jetzt. Also, das war's dann jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Und, oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte welche in der Erde eingeschlossen, aber ich glaube, da habe ich Glück gehabt. Ja, das war's dann jetzt mit dem Video. Denkt dran, wenn ihr Bock auf meinen Server habt, kommt gerne drauf. Die Server-IP findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, dann war's es jetzt mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschüss.